Die Person, die das Oberbürgermeisteramt übernimmt, muss sich als erstes nach meinem Verständnis eine Art Selbstdefinition finden. Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin nicht Herrscher über die Stadt. Ich bin nicht blinder Vollzieher politischer Narrative, sondern ich bin verantwortlich für Vorgänge in der Stadt. Ja, und wenn ich verantwortlich bin, bin ich auch für alles das, was sozusagen unter meiner Federführung steht, tatsächlich auch berufsethisch verantwortlich. Ähnlich wie wir Ärzte. Ja, für jedes kleine Rezept, was ich ausstelle, muss ich meine Verantwortung übernehmen. Und bin mit meinem ganzen, auch mit meiner ganzen ärztlichen Persönlichkeit dafür verantwortlich, dass das gut ist, was ich mache, zum Wohle der mir anvertrauten Menschen. Und eine solche Grundethik, eine solche Berufsethik des Amtes gehört aus meiner Sicht ganz an die Spitze aller Überlegungen. Nach den berufsethischen Überlegungen ist der zweite Schritt eine Kompetenzerreichung. Ja, das heißt, egal was da kommt, muss ich zunächst erstmal mir ein Urteil bilden können über die Qualität der Dinge, die da von oben angeordnet werden. Genauso wie ich ein Urteil haben muss über das, was ich selbst anordne. In dem Fall leitet er ja praktisch nur ist ja nur ein Vollzugsorgan eines Bundesgesetzes. Aber egal wie, muss er ein Urteil bilden über die Qualität. So, und wenn ich jetzt zu der Überzeugung, und das muss ja nach bestem Wissen und Gewissen, und bestes Wissen und Gewissen heißt Expertise von allen Seiten anhören. Ja? Warum gibt es denn keine Diskussionsrunden, wo eben jetzt hier noch jemand, einer, der hier pro Tag so und so viele Impfdosen vergibt? Mit dem würde ich gerne mal Das ein können wir ja Gespräch führen. gerne noch in einem Ja, weiteren ja. Diskussionsrunde Ja, aber machen. warum gibt es das nicht? Ja, warum gibt es das so wenig? Es muss doch, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen etwas beurteilen will, muss ich eine möglichst weitreichende Expertise haben. Sondern wenn ich nach dieser Expertise zu dem Schluss komme, dass der Vollzug der Ordnung, der Verordnungen problematisch ist oder gar falsch ist, im Beamtenrecht gibt es ja die Remonstrationspflicht. Ja? Ist es meine Pflicht, zu remonstrieren? Und wenn ich den Mut nicht dafür habe oder die Autorität nicht dafür habe, dann muss ich wenigstens alle Spielräume ausschöpfen und zu sagen, okay, ich habe nicht den Mut, aber ich versuche das, was ich kann, zu machen. Und die Spielräume sind ja groß. Ja, die Stadt hätte riesige Spielräume, friedvoll mit dieser Situation umzugehen.